wie Sin Y Yandel, auch bekannt als El Dúo de la Historia, El Dúo Dinámico oder Los Extraterrestres, sind zwei aus Puerto Rico stammende Reggaeton-Musiker. Sie gelten als eine der bedeutendsten Gruppen dieses Genres und wurden bereits mit dem Latin Grammy sowie dem Grammy für ihre Musik ausgezeichnet. 2013 trennten sich die beiden und führen seitdem ihre Karrieren, nicht weniger erfolgreich als Solokünstler, fort. Ihre bekanntesten Lieder als Duo sind unter anderem Rakata, Sexy Movimiento, Ahora es algo me gusta de ti und Follow the Leader. Bandgeschichte. Die Band besteht aus den beiden Musikern Visin, Sternchen, 19. Dezember 1978 als Juan Luis Mora El Luna, auch bekannt unter dem Namen El Sobreviviente und El Matatan. Er ist mit Yomera Ortiz verheiratet und hat mit ihr eine Tochter. Punkt. Yandel, Sternchen, 14. Januar 1977 als Landel Vigillo Malave, auch bekannt unter den Namen El Capitan und El Mascue Entona. Er ist mit Edneris Espada verheiratet und hat mit ihr zwei Söhne. Die beiden sind in der puerto-ricanischen Stadt Cayey geboren und aufgewachsen. Vor Hintergrund ihrer Herkunft verlieh ihnen der dortige Bürgermeister Rolando Ortiz Velasquez im Jahr 2008 ebenfalls den Titel Ambassadors from Cayey to the World wegen ihres großen musikalischen Einflusses. Werdegang. Visin Y Yandels erstes Studioalbum erschien im Jahr 2000 unter dem Titel Los Reyes del Nuevo Milenio und erreichte Platz 35 in den lateinamerikanischen Albumcharts. Es folgten in den Jahren 2001 und 2003 die Alben De Nuevo Savidros sowie Mi Vida, My Life und Die Otra Emanuela. Zu dieser Zeit wurden sie ebenfalls erstmals einem breiteren Publikum durch ihren Gastpart auf dem Album Barrio Fino von Daddy Yankee bekannt. Zudem waren sie auch auf den Alben Mas Flow und Mas Flow 2 der Reggaeton-Produzenten Looney Tunes mit mehreren Liedern vertreten. 2005 gelang ihnen erstmals der kommerzielle Durchbruch mit ihrem Album P.A. El Mundo, welches die erfolgreichen Single-Auskopplungen Rakata sowie El Lampa Wert enthielt. Außerdem beinhaltete es eine Vielzahl an Gastauftritten, unter anderem von Daddy Yankee, Tony Dizzy und Romeo Santos, dem Leadsänger der Bachata-Gruppe Aventura. Im Jahr 2007 veröffentlichten sie ihr bisher erfolgreichstes Album Visin vs. Yandel, Los Extraterrestres. Bisher wurden weltweit über 3 Millionen Exemplare des Albums verkauft. Zudem wurde es mit dem Latin Grammy und dem Grammy ausgezeichnet. Im Mai 2009 folgte schließlich ihr bisher 7. Studioalbum unter dem Titel La Revolution. In einem Interview vorab der Veröffentlichung gaben Visin Y. Yandel bekannt, dass sie mit diesem Album wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren möchten. Nachdem der Vorgänger musikalisch eher von den typischen Reggaeton-Klängen abwich, die erste Single-Auskopplung namens Mujeres on El Club erschien im April 2009 und wird von dem US-Rapper 50 Cent unterstützt. Visin Y Yandel haben in ihrer Karriere mit etlichen Musikern verschiedener Genres zusammengearbeitet, beispielsweise mit den Popsängern Nelly Furtado, Chris Brown, Jennifer Lopez und Enrique Iglesias, der mexikanischen Popgruppe RBD und der Bachata-Gruppe Aventura sowie den Rappern Ja Rule, R. Kelly, T-Pain, Fat Joe, Pitbull, 50 Cent und TVE. WY Records, Visin Y Yandel sind außerdem Gründer eines eigenen Plattenlabels WY Records. Es gehört zu den Labels Machete Music sowie Universal Music Group und wurde 2005 gegründet. Visin Y Yandel unterstützen regelmäßig die zugehörigen Künstler des Labels in ihren Liedern und veröffentlichten bereits mehrere Compilation-Alben, wie unter anderem Los Vaqueros oder Visin und M. Yandel Presentan, Lamente Maestra. Differenzen mit anderen Musikern. Das Musikerduo hatte bereits mit mehreren Künstlern ihres Genres nennenswerte Differenzen. So beispielsweise mit Daddy Yankee, zu dem sie 2006 ein gutes Verhältnis hatten und unter anderem die Lieder Nomideo Solo und Paletta aufnahmen. Dieses änderte sich jedoch, nachdem Visin Y Yandel den Reggaeton-Künstler und musikalischen Gegner Daddy Yankees, Don Omar, baten, an ihrem Album Los Vaqueros mitzuwirken.
Doch auch mit Don Omar hatte das dynamische Duo bereits mehrere Auseinandersetzungen. So im Jahr 2004, in dem die beiden Musiker zunächst eine Medienschlacht mit dem selbsternannten König des Reggaetons geführt hatten, schließlich jedoch die Differenzen beseitigten und mehrmals zusammenarbeiteten. 2009 kam es zu erneuten Streitigkeiten, nachdem Wisin Y. Yandel Don Omar unterstellt hatten, sein Verhältnis zu Daddy Yankee aus rein kommerziellen Gründen wieder gebessert zu haben. Dieser konterte schließlich mit ausschlaggebenden Zeilen auf seinem Album Idon, Diskografie, Studioalben Los Reyes del Nuevo Milenio, De Nuevo Videos, De Otto e Manera, Mi Vida, My Life, P.A.L. Mundo, P.A.L. Mundo, Deluxe Edition, Wisin vs. Yandel, Los Extraterrestres, Los Extraterrestres, Otra Dimension, La Revolution, La Envolution, Los Vaqueros, El Regreso, Líderes, Kompilationsalben Los Vaqueros, Los Vaqueros, Wild Wild Mixes, 2010 Lost Edition, Wisin und M. Yandel Presentan, La Mente Maestra, Soloalben, Wisin El Sobreviviente, Yandel, Queen Contra Mi, El Capitan, De Lida A Linda, Singles 2005, Rakata, 2006 PAMPAM, Paleta El Lempa, Vert El Telefono, 2007 Pegao Yo Te Quiero Sexy Movimiento Noche de Sexo, 2008 Ahorre Es, Sigelo Daim Quete Paso, 2009 Mujeres on El Club Me Estas Tentando, Aposadora Gratias A Ti Te Siento A Haivoy, Emotions Pa Elo Oscuro Imaginate, 2010 Estoy Enamorado Europorte y no de Yemosco USA APAC. 2011 Tu Olor, 2012 Follow the Leader, 2014 Adrenalina Moviendo Caderas, 2015 Nutta de Amor, Zusammenarbeit Noche de Sexo, Nomi de Yes Solo, Mayo Cuello, Burn It Up, Noche de Entiro, Sachala, Quiro Hazerte el Amor, La Pert, No Se Diela, Starsare Blind, Control, Oye, Donde Está el Amor? Yangyo, As Is Oye, Permitame, Mujeres on El Club, Al Aptoyu, No De Yemosku USA APAC, Torre de Babel, David Bisbal, In Your Eyes, Featuring A.